Willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. Willkommen zurück auf Fars LP. Also, wonach suche ich jetzt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mein Vater sagte, er habe alle seine Aufzeichnungen dort unten aufbewahrt. Such nach etwas Aufzeichnungsähnlichem. Aha. Wir suchen nach was Aufzeichnungsähnlichem. Alles klar. Montys Höhle. Dann schauen wir mal. Jetzt haben wir es fast geschafft. Der Kammerschlüsselhinweis ist hier unten zum Greifen nah. Und natürlich ist die nächste Kammer unser Ziel, aber dafür brauchen wir ja dann auch erst den Schlüssel. Und wir müssen erstmal wissen, wo der Schlüssel ist. Dann müssen wir den Schlüssel holen. Und dann können wir in die Kammer. Klassisches Prozedere. Ich finde die Stühle so lustig mit den hohen Lehnen. Die finde ich ziemlich cool. So, hier haben wir irgendein Geheimregal. So, mal dem Totenschädel ins Auge drücken. Natürlich, mit Aufzeichnungen meinte er seine Platten. Diese Scheibe ist so alt wie die Jacobs Corporation selbst. Und ich habe den einzigen Ligno-Plattenspieler im System. Wenn er mir eine Nachricht hinterlassen wollte, ist sie da drauf. Bring sie zurück zum Jagdhaus, Kammerjäger. Ja, das mache ich doch. Verstanden. Bin schon unterwegs zurück. Die nehme ich mit. Gehe durch den Keller raus. Machen wir. Vorerst schauen wir nochmal in diese schöne rote Kiste hier. Okay, das haben wir schon. Die ist nicht so gut. Aber die kann man verkaufen. Also nehmen wir es mit. So, durch den Keller geht's raus. Nun gut. Aber eins will ich dir noch sagen. Du bedeutest mir nichts. Also habe ich dich an die Kalypsos verkauft. Nur damit du es weißt. Ich hole mir den Kammerschlüssel, weil ich reich bin. Und reiche Leute bekommen, was sie wollen. Ist ja toll. So, dann schauen wir mal ganz kurz auf der Karte. Hier unten hat es noch so ein... Oh, hier, was ist denn hier? Ach, hier ist das Geheimdepot. Das ist ja offen. Dann gehen wir hier natürlich kurz durch. Weil wir das ja schon geöffnet haben. Mach ja keine Dumme, Alter. Ein Ramtaurus. Hält ganz schön viel aus, der Ramtaurus. Mal ein bisschen härtere Geschütze auffahren. Oh, ein Tyrann. Hallo, Herr Tyrann. Na, wie geht's uns heute so? Warum hat es jetzt hier auf einmal so viel... Viecher. Finde ich gar nicht so cool. So. Hallo. Ach nee. Komm her, Krog. Ich will jetzt nicht sterben hier wegen dem letzten Viech. Da hinten haben wir nämlich auch noch ein Claptrap-Teil. So. Ein Multitasking-Modifikator. Ja, wie praktisch. Die Welt erzittert vor Furcht. So, das waren die Kollegen. Und hier haben wir das Geheimdepot. Sehr schön, damit haben wir unser zweites Geheimdepot. Oh, hier hat es ja schöne Sachen drin.
Und mein Inventar ist natürlich wieder pünktlich. Wenn es fetten Loot gibt, ist das wieder voll. Ja, gut, ne? Dann lassen wir hier halt mal ein paar Sachen fallen. Dann können wir hier die fetten Waffen mitnehmen. Eine Raumdekoration. Och nee, das ist mein... Ah, mein Inventar schon wieder voll. So, fallen lassen. Nicht die... Das ist ein bisschen nervig, habe ich so das Gefühl. So, das können wir freischalten. Dann können wir das hier aufsammeln. Ich drücke immer die falsche Taste. Dann können wir das hier nämlich auch freischalten, so. Und dann können wir die hier noch mitnehmen. Und jetzt ist voll. Gut. Passt. Den Rest können wir verkaufen. Hier können wir einen Skillpunkt draufhauen, damit ist das fertig gelevelt. Der Skill. Hier immer noch ein bisschen Iridium. Und eine Kiste. Ja, ist jetzt auch nichts Besonderes. Wir haben eh keinen Platz mehr. Wir gehen zurück. Und generell zurück zu Wainwright. Weil der den einzigen Plattenspieler hat, mit dem wir die Schallplatte abspielen können, die wir jetzt gefunden haben. Und bei dem hat es ja auch ein Verkaufsautomat. Da können wir dann unsere ganzen Waffen wieder loswerden. Übertreib es nicht, Kammerjäger. Sie ist ziemlich mächtig in dunkler Magie. Ach so, das hat jetzt hier irgendwie die Nebenmission getriggert mit der Hexe. Deswegen hat der Typ gerade uns eingequatscht. Ich will gar nicht gegen euch kämpfen. Nur zurück zu Wainwright. Ihr könnt mich alle mal. Oh, hier haben wir auch einen Verkaufsautomat. Ja gut, dann gehe ich erstmal hier hin. Verkauf das ganze Zeug mal. Junge, Junge, haben wir viel eingesammelt. Bleib auch mal bei unserem aktuellen Schild. Und die da können wir jetzt vielleicht mal ausrüsten. Schauen wir mal ganz kurz. Hier ein Pistolenvergleich. Oh ja. Die macht ja richtig Schaden. Die müssen wir gleich mal ausprobieren. So. Schauen wir mal. Mit Feuerschaden und generell viel Schaden. Sehr, sehr cool. Wir können eigentlich direkt zu ihm zurückporten. Wir müssen nicht das Stück laufen. So. Da drüben haben wir noch ein Claptrap-Teil, ein Türöffner-Modul. Ist jetzt aber nicht so wichtig, glaube ich. Wir gehen einfach mal zurück ins Jacob-Anwesen. So. Wie gesagt, wenn wir an Sachen direkt vorbeilaufen, dann sammle ich die auch ein. Aber ich laufe jetzt nicht extra hier irgendwo über die halbe Karte. Nur um dann irgendwas zu finden, was man noch einsammeln kann. Vergiss diese Harpie. Diese Aufzeichnung, darf ich sie sehen, Kammerjäger? Ja klar. Schön. Ich kann immer noch nicht glauben, dass die Kalypsos meinen Vater ermordet haben. Ich muss meinen Plattenspieler zum Laufen kriegen. Aber du weißt, dass Aurelia die scheiß Fanatiker schicken wird, um uns zu finden. Wenn wir lange genug durchhalten wollen, um die Kammer zu öffnen, brauchen wir eine eigene Armee. Einen Jacobs Widerstand. Ja, es ist dann Zeit, Eden 6 zurückzuholen. Ganz kurz, wenn wir hier eine epische Granate kriegen, dann schau ich mal, dass die irgendwie überhaupt nicht besser ist. Die ist halt, die hat halt Kryo-Effizienz, ja. Aber ich meine, so gut ist die ja jetzt auch nicht, oder? Ich rüste sie trotzdem mal aus, dann können wir die mal ausprobieren. Wir fangen mit der Stadt Reliance an. Ich habe einen Revolverhelden namens Clay angeheuert. Er wird uns helfen. Er wartet vor der Stadt auf dich. Alles klar. Wenn ich hier noch länger rumstehe, setzen meine künstlichen Gelenke noch Rost an.
Man kann sich nur schwer an Opfer anschleichen, wenn die Prothesen quietschen. Das stimmt wohl, Hammerlock. Missionen! Frische Missionen! Der hat noch eine Nebenmission. Ich schaue schon mal ganz kurz, wo wir denn für die Hauptmission hin müssen. Nach hier hinten. Geschlossen. Okay. Schutz und Kameradschaft, du weißt schon. Gute Leute, Freiheitskämpfer und Verbrecher meist beides. Könntest du wohl nach ihnen sehen? Du findest sie im Gefängnis. Aha. Ja. Ich kann schon, ich will nur nicht. So. Geh mal kurz hier runter. Da unten hat es einen Catch-a-Ride. Also nicht hier unten, glaube ich. Hier wäre der Catch-a-Ride gewesen. Ups. Jetzt bin ich hier ganz unten gelandet. Naja, gut, dann. Dann laufen wir halt ein bisschen Umweg. So, ich muss jetzt aber gucken, dass ich richtig laufe. Einmal hier rüber, dann hier hoch, dann da. Oh je. Ja gut, aber hier hat es einen Catch-a-Ride. Sehr schön. Dann geht das Ganze ja nochmal. Dann können wir uns hier einfach kurz ein Fahrzeug holen. Klar. Also bitte, Ellie, ich erwarte auch nichts anderes, wenn du hier dafür sorgst, dass die Fahrzeuge bereitgestellt werden, dass ich dann absolut das Allerbeste unter der Haube habe. Du hast also das neueste Mitglied unserer wachsenden Familie getroffen. Aurelia, dieses Miststück ist eiskalt. Sie hat versucht, ihren eigenen Bruder zu töten. Kannst du dir das vorstellen? Wir nähern uns jedenfalls der großen Kammer. Wer sie öffnet, wird zum mächtigsten. Ups, da war ich zu schnell. Da war Tyree noch gar nicht fertig mit Quatschen. Ich bin kein Kämpfer. Ja, ne? Bin eher ein Menschenfreund. So. Hi Clay. Schmuggler, Revolverheld, Menschenfreund. People Person. Schön. Hier drüben, Kammerjäger. Moin Clay. Ja, vorher konnten wir noch nicht hier rein, als wir unterwegs waren zu Villa Jacobs. Und jetzt mit Clay können wir nach Reliance rein, so wie es aussieht. Ich bin Clay. Ich schätze, wir beide sollen einen Jacobs-Widerstand gründen. Magst du mir verraten, mit wem ich es zu tun habe? Clay, ich glaube, wir sind uns mal bei einer Schmugglersache auf Junpei 7 begegnet. Ach, die kennen sich sogar. Also, ja, nett. Durchs Vordertor kommen wir nicht rein. Ich kenne vielleicht noch einen Weg. Folge mir. Ach, jetzt müssen wir auch noch außen rumlatschen, oder was? Widerstand, zwei Dinge. Hoffnung und Waffen. Aber vor allem Waffen. Also werden wir diese Stadt befreien, den Waffenvorrat plündern und die Jacobs-Waffen wieder in Jacobs Hände legen. Keine Ahnung, was dir Wainwright über mich erzählt hat, aber das ist jetzt egal. Wir müssen eine Stadt befreien und Banditen töten. So sieht's aus. Das machen wir. Das haben wir auf jeden Fall fest vor. So. Ja, ich kann's noch. Komm schon. Nicht viele Banditen da unten, Kammerjäger. Zeig mir, wie du kämpfst. Hey! Dein Horn! Hä? Was ist das denn für eine komische Waffe? Die funktioniert nur auf vollkommene Close Range. Das ist ja doof. Dein Weg ist hier zu Ende. Hab doch schon die Schrot für Close Range. Ich schieße so Feuerbälle, die aber nach kurzer Zeit sofort wieder auf den Boden runterfallen. Das ist ja richtig komisch. Der Waffenschuppen sollte gleich da drüben sein. Wo genau drüben, Clay? Ich bin hier schon mal am da ist der Waffenschuppen. Mich umschauen. Also, wie kommen wir da rein? Wo rein? Ich komme schon, Clay. Oh, hier ist alles ein bisschen defekt. Ja, dann hack mal die Kiste hier.
Ich muss diesen Bastard hier kurz schließen. Du kümmerst dich währenddessen um das Gesindel und befreie auch gleich ein paar Jacobs-Duellisten. Wainwright meinte, dass die KDK einen Jacobs-Machenschmied namens Dorfen hat. Verzieh dich besser. Moin. So. Kommst du raus? Kannst du mitmachen am Spaß hier? Das haben wir alles erledigt. Ach, es passiert immer noch nichts. Braucht vielleicht noch etwas Aufmunterung von deiner Kanone. Ach so, ja dann. Ja, ich soll mit dem sprechen, so. Gute Arbeit. Hast du den Waffenschmied Dalton gefunden? Nein, nur ein paar Loyalisten und sowas. Mist, wir müssen Dalton finden. Aber gehen wir erst in diesen Waffenschuppen. Ein Problem nach dem anderen. Gut geschossen. Strom ist wie ein wilder Hengst. Während er läuft, kann man nicht drauf pissen. Vertrau mir da besser, Kammerjäger. Das ist Daltons Depot. Oh, schön. Aber ohne den Waffenschmied persönlich kommen wir da nicht rein. Mal sehen, ob ich ihn finden kann. Na, hier ist alles zu. Pass auf meinen Arsch auf, während ich nach Dalton suche. Damit meine ich will nicht erschossen werden. Sprache ist nicht so präzise wie eine Kugel, in den falschen Händen aber genauso tödlich. Ja! Ach ja, noch mehr KDK. Und noch ein Bruiser. Ich habe Dalton erfasst, aber jetzt müssen wir erstmal die Stadt sichern. Oh, ein Badass. Psycho. Moin. Oh, Alter. Jetzt geht's hier aber wieder los. Ich sehe wieder gar nichts. So, das war's erstmal mit den Kollegen hier. Hier haben wir noch ein paar. Ah, die teilt sich auf in 6 Granaten, deswegen hat die insgesamt, glaube ich, schon viel mehr Schaden wie unsere alte Granate. So, da haben wir irgendwo noch einen Kollegen. Eine Kollegin, so. Sammeln und nachladen, da kommen noch mehr. Kammerjäger, nur damit du es weißt, ich habe bereits einige unternehmungslustige Leute angeheuert, um die Schlüsselfragmente zu bekommen. Kostet mich ein kleines Vermögen, das bei einem Nickerchen wieder reinkommt, weil Toll. Ich sogar im Schlafgeld mache. Boah, Aurelia, Spitzenklasse. Füllen wir die Becher mit Banditenblut. Ach, das ist so eine Mario-Waffe, die schießt wie wenn Mario eine Feuerblume hat. Das hat auch so einen ähnlichen Sound, hört ihr das? Jetzt gleich mal schauen, wie die Waffe heißt. Vielleicht heißt sie ja irgendwie auch so Mario Gun oder so. Keine Ahnung. Ganz kurz. Wie heißt die denn? Compressing Super Ball. Ja. Lustig. Ach, noch mehr KDK. Verdammt, ich hatte gehofft, du willst kämpfen. Todeswunsch gewährt. Absolut.
So, das war auch schon wieder die Welle. Wieder zurück zur Tankstelle fallen lassen. Ich mache das. Mein großer Moment. Firehawk! Ja, toll. Bisschen klasse, Tyreen, dass du jetzt alle hier herschickst. Heilige Scheiße, wie aus dem Nichts. Sie können aber noch bluten. Zeigen wir ihnen wie. Ja, nochmal eine Welle KDK-Angreifer töten. Das war's auch schon wieder. Okay, noch nicht ganz. Verzeihung. So, jetzt war's das aber auch schon wieder. Das war der letzte. Zu früh gefreut. Lass deine Waffe noch nicht abkühlen. Ah, toll. Wie du dich gegen meine Brüder und Schwestern der Iridium-Ebene schlägst. Enttäusch uns nicht. Es regnet Banditen. Schießt blind in den Himmel. Brüder und Schwestern, tötet die Ketzer im Namen der Kalypsos. Die große Kammer. So. Langarm der Klopper. Ja, gut. Auch nicht viel schwieriger wie ein normaler Goomba in Mario. Mit der Waffe hier. Sehr schön. Langarm der Klopper, auch Geschichte. Warte mal kurz, ich laufe hier mal kurz noch einmal durch. Vielleicht finde ich hier noch ein bisschen Munition für meine Waffe, das wäre mir ganz recht. Weil 24 Schuss sind jetzt nicht so viel, hier liegt noch Geld rum. Hier haben wir noch ein bisschen mehr Munition gehabt. Immerhin nochmal 24 Schuss. So. Dann sprechen wir mit Clay, so. Die Ehre gebührt dir, Kammerjäger. Ach, kann ich das jetzt? Schalte den Hauptstrom ein. Oh. Okay, gut. Hauptstrom einschalten. Wird erledigt. Flups. Und die Stadt gehört uns. Eins muss ich dir lassen, Kammerjäger. Du bist gut. Aber wir sind noch nicht fertig. Anscheinend haben die KDK Dalton entführt. Er wird in einem Inselknast namens Fort Sonnenschein festgehalten. Ich bleibe hier und halte die Stadt. Du befreist Dalton. Ja, klar. Dalton hat auch für Wainwright's Daddy. Natürlich muss ich den wieder befreien. Dalton macht die besten Waffen des Planeten. Begib dich nach Fort Sonnenschein. Den KDK in die Hände fallen. Wir holen ihn raus. Ich wette, du fragst dich, wie Aurelia Hammerlock es mit den Kindern der Kammer zu tun bekam. Vor der Invasion habe ich herausgefunden, dass sie ihren Bruder ausspioniert hat. Aurelia gab den Kalypsos alles, was sie für ihren Überraschungsangriff auf Eden 6 brauchten. Aurelia behauptete auch, sie wüsste, wo der Kammerschlüssel sei. Wusste sie aber nicht. Es gibt wohl auch Geheimnisse, die man nicht kaufen kann. Ja. So sieht's aus. Da bringt ihr ganzes Geld nix. Und wir gehen jetzt einfach mal nachschauen. Am besten erstmal kurz auf die Karte schauen, wo wir hin müssen. Nach hier hinten müssen wir. Okay. Gut. Nach Fort Sonnenschein. Komm ich da hoch? Ja. Gut. Gut, dass es die Catcher Rides gibt. Moment, hier war doch gerade irgendwas. Hier hat es ein Claptrap-Teil. Das hole ich mir kurz, wenn ich eh schon hier bin. Ich habe ja wieder Munition dank dem Automaten. Oh schön, hier hat es noch so eine fette Kiste. Nehme ich mit. So. Und das Claptrap-Teil ist dann wo genau? Hier. Oh, ja. Stecken geblieben.
Verstärkte Heckverkleidung. Ja, klar. Rein funktional. Genau, Claptrap. Das glaubt dir jetzt auch jeder. So, ein kleines Stück zurück und dann sind wir auch schon da. Ups. Hier. Moin, Freunde. Na, was geht? Ich treffe euch gar nicht so, ne? Ach, ihr wollt auch noch mitmachen. Ja, moin, Freunde. Das setze ich mir doch gerade noch mal in die Karre rein. Spar Munition, indem ich euch entspannt von innerhalb meines Autos wegschieße. Auch wenn das Auto fast kaputt ist. Ist doch viel entspannter so. Clay, da geht's nicht weiter. Vielleicht über eine Leiter. Na, das wird ja heiter. Wir werden wohl einen anderen Weg hineinfinden müssen. Sieh dich mal um. In der Nähe ist ein alter Ausguck, der einen guten Überblick liefern könnte. Der Kammerdieb lebt noch. Ich hätte wohl ein paar mehr von der Familie salben sollen. Das ist echte Macht. Warum nochmal habe ich dich all die Jahre am Leben gehalten? Ach komm schon, sei nicht so. Wir haben doch Spaß, oder? Und sie ging fort. Okay. Gut, das soll es erstmal von dieser Folge hier gewesen sein. Wir wollen natürlich ins Fort Sonnenschein hinein. Dafür müssen wir erstmal zum historischen Ausguck. Da gehen wir dann in der nächsten Folge hin. Das war's von dieser Folge hier. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Leute,